In Ihrem CEDAT-Portal finden Sie unter dem Menüpunkt Campuscard Ihren persönlichen QR-Code. Sie können den QR-Code entweder ausdrucken oder das CEDAT-Portal mittels Ihres Smartphones öffnen und den QR-Code direkt vor den Scanner halten. Das Campuscard-Portal bietet Ihnen hier außerdem die Möglichkeit, ein eigenes Foto hochzuladen. Mit dem QR-Code besuchen Sie einen der 5 Campuscard-Ausgabeautomaten. Die Standorte sind auf der Internetseite der Freien Universität Berlin zu finden. Der QR-Code wird von dem Automaten gescannt. Dafür müssen Sie den richtigen Abstand zum Scanner einhalten. Wurde Ihr QR-Code erkannt, werden Ihre Daten angezeigt. Nun entscheiden Sie, ob Sie eine Karte mit oder ohne Foto haben wollen. Haben Sie kein Foto hochgeladen, wird im nächsten Schritt ein Foto von Ihnen gemacht. Dafür müssen Sie sich in dem Kasten positionieren, der auf dem Boden markiert ist. Der Automat macht 2 Fotos. Sie wählen eines der Fotos aus oder entscheiden sich für eine Campuscard ohne Foto. Nach einer kurzen Wartezeit können Sie Ihre neue Campuscard direkt mitnehmen. Damit sie allerdings auch als Studierendeausweis und als BVG-Ticket funktioniert, müssen Sie mit Ihrer Campuscard nun zum Validierungsautomaten. Sie finden diese in unmittelbarer Nähe der Ausgabeautomaten. Achten Sie auf die richtige Eingaberichtung Ihrer Karte. Nach wenigen Augenblicken ist Ihre Campuscard nun voll einsatzbereit.